Der Rat eines Experten. Genau das ist es, was wir jetzt brauchen, denn der gute Heldun war ja schließlich mal Arzt. Joho! Ich glaube, er ist immer noch Arzt. Was los? Herr Heldun, ist alles okay mit Ihnen? Ich bin nur so glücklich. Ich dachte nur, meine Tage als Arzt wären für immer vorbei. Herr Heldun. Aha, da weiß er also schon, dass wir seinen Rat als Arzt brauchen. Dann schau dir bitte mal das genauer an. Herr Heldun, könnten Sie sich das einmal ansehen? Hä? Eine Patientenakte. Hey, Sie dürfen nicht einfach rumlaufen und sowas aus Kliniken mitnehmen. Warum sind Sie plötzlich so still, Herr Heldun? Was? Was ist hier eigentlich los? Das wollen wir herausfinden. Die Patientenakte gehört zu meinem Mandanten. Er steht vor Gericht wegen Mordverdacht. Vor Gericht? Das ist verrückt. Sie können ihn nicht vor Gericht stellen. Er ist SGWT. Was ist SGWT? SGWT? So gut wie tot. Er klopft schon an der Himmelspforte und wird gleich mit ihm jemanden aufmachen. Können Sie uns sagen, warum? Oh, wow. Mein Gott. Nun, aus der Sicht eines Chirurgen. Hören Sie mir gut zu, Junge. Na, sowas aber auch. Der ist ja auf einmal ganz anders. Tja, und ich hab gedacht, das an seiner Mütze wären seine Haare. Also das drunter und... Oh, aber gut. Es waren wohl nur angeklebte Nudeln oder sowas. Aber gut zu sehen, dass er noch Haare auf dem Kopf hat. Ja, jetzt sieht er auf einmal so ernst aus, so voll... Jetzt sieht er wirklich aus wie so ein Arzt, finde ich. Oh mein, was ist los? Nun, laut dieser Patientenakte ist es um diesen Wokikitaki nicht gut bestellt. Oh wei. Direkt neben seinem Herz sitzt eine Kugel. Das stimmt. Ja, aber in der Akte steht etwas von einer Nachbehandlung. In anderen Worten, die Operation ist bereits geschehen. Aber die Kugel dort drin ist immer noch zu sehen. Warum ist sie nach der Operation, bei der sie entfernt worden sollte, noch da? Nun, der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass die Operation zu gefährlich war. Die Kugel hat sich einen schönen Platz direkt neben der Aorta ausgesucht. Oh je. Mann, das Ding ist von Blutgefäßen nur so umgeben. Ein kleines Wunder. Nur 2 Millimeter zu jeder Seite und es gibt da drin ernsthafte Blutungen. Keine Sache, mit der ein gewöhnlicher Arzt zu tun haben möchte. Sie meinen also... Wie durch ein Wunder ist diese Kugel dort hineingekommen. Und es bräuchte mehr als ein Wunder, sie rauszubekommen. Nämlich einen Zauberer. Ich kann Kaninchen verschwinden lassen. Mit Kugeln sieht's schlecht aus. Das Herz schlägt und die Lunge arbeitet. Da ist die Kugel natürlich in Bewegung. Ich gebe ihm noch ein halbes Jahr. Höchstens. Oh. Aber Wokis Operation war schon vor einem halben Jahr. Deshalb sage ich ja, dass sie keine Zeit mehr haben. Dieser Junge sollte nicht vor Gericht sitzen. Er sollte auf dem Operationstisch liegen. Ja, na, großartig. Schon. Einfach großartig. Ja, ganz toll. Wie konnte Dr. Meraktis nur sowas Grausames tun? Wie konnte er die Kugel einfach drin lassen? Ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Eine Notoperation. Er öffnet die Brust des Jungen auf dem Operationstisch. Dann findet er die Kugel. Das Trucy-Pöppchen ist die nackte Verzweiflung. Verzweiflung? Den Jungen wieder zuzunehmen war so ziemlich die einzige Möglichkeit für ihn. In seiner Situation konnte er nicht zugeben, dass er die Kugel nicht entfernen konnte. Die Kitagis? Genau, dieser Junge ist ihr einziger Sohn, so viel ich weiß. Also lässt er die Operation ausfallen und Woki darf wieder zurück auf die Straße. Ja, ganz toll. Natürlich ist es nur eine Frage der Zeit, bevor sein Herz blutet und er ins Gras beißt. Wie tragisch. Und zu welchem Arzt würden Sie ihn bringen? Zu Meraktis. Er hat gute Verbindungen zu Ihnen. Er könnte die Wahrheit wahrscheinlich vertuschen. Das ist schrecklich. Er wollte Woki sterben lassen. In dieser Welt gibt es etwas Dunkles, Trucy Püppchen. Unersättlich lauernd.
Verglichen damit sind die Revierkämpfe dieser Gangster Kinderkram. Wenn du gegen das wahrhaftig Böse kämpfst, nun, dann ist es egal, ob du stark oder schwach bist. Es erwischt jeden. Sie waren Chirurg, richtig, Herr Eldun? Sie könnten Wookie also operieren, nicht wahr? Ich wünschte, es wäre so. Was? Ich befürchte, in diesem Land gibt es niemanden, der das könnte. Vielleicht nicht einmal auf dem ganzen Planeten oder der Welt. Oder im ganzen Planeten. Oder im ganzen Universum. Oh Mann. Also Wookie. Er hat riesiges Glück, noch am Leben zu sein. Nein! Es gibt da ein Problem. Apollo? Diese Patientenakte, sehen Sie, was unter Krankenschwester steht? Alita Tiala. Das stimmt. Sie haben sich bei dieser Operation kennengelernt. Ja, das Problem ist nur, sie wusste Bescheid. Sie wusste über Wookies Zustand Bescheid, garantiert. Ah! Warum hat sie es ihm nicht gesagt? Das ergibt keinen Sinn. Wenn sie wusste, dass ihr Patient in großer Gefahr schwebte, sollte sie normalerweise auf eine zweite Operation vor der Verlobung bestehen. Was hat sie sich gedacht, Apollo? Was hast du dir dann dabei nur gedacht, Alita Tiala? Tja, das ist die gute Frage. Fortsetzung folgt. An so einem dramatischen Punkt Fortsetzung folgt, das ist hart. Aber es geht natürlich direkt weiter, nachdem wir gespeichert haben. Ja, auf jeden Fall. Denn wir sehen uns jetzt vor Gericht. Jetzt geht's ab ins Gericht, mal wieder. Ah, wir waren schon lange nicht mehr hier. Ja. Yeah. Heute ist der Tag der Entscheidung. Hast du etwas Schlaf gekriegt? Ja, ich bin so gegen 1 Uhr ins Bett. Na toll. Oh, und wann bist du aufgestanden? Um 3 Uhr. Ja toll, 2 Stunden. Das sind nur 2 Stunden, Apollo. Aber du hast ja noch mich. Und den sensationellen Herr Hut. Ja, genau. Und den unglaublichen Herrn Hut. Schaut mir in die Augen, Kleiner. Das ist bestimmt Phoenix. Viel Glück heute, Apollo. Diese Stimme. Na, hast du hey, richtig etwas Schlaf gekriegt? Etwas, gut. Herr Wright. Ich wurde aus der Klinik entlassen und dachte, ich schaue mal vorbei. Das ist aber nett zu hören. Bin ansonsten vollkommen mit Stil-Samurai-Wiederholungen beschäftigt. Paps, weißt du, wen Staatsanwalt Gavin heute als Zeugen geladen hat? Rate mal. Vielleicht Little Plum? Mutter Dampfwalze? Nee, versuch's nochmal. Schade, aber wo wir schon bei Müttern sind. Du solltest dich langsam mal um eine neue Mutter für mich kümmern, Paps. Der Tag hat gerade erst begonnen, du bist schon wieder bei dem Thema, Trucy. Irgendwie kaufe ich den beiden diese Vater-Tochter-Beziehung noch nicht so ganz ab. Herr Wright, wissen Sie, wer Zeuge der Anklage ist? Alita Tiala, die Verlobte deines Mandanten. Sie ist eine der Zeugen? Aber das ist seltsam. Warum sollte sie gegen ihren eigenen Verlobten aussagen? Keine Ahnung, was Gavin vorhat. Heute passiert etwas Entscheidendes. So viel steht fest. Ja, das glaube ich auch. Naja, kein Grund zur Sorge. Immerhin habe ich mein Höschen wieder. Oh yeah, wir sind gerettet. Alter, Trucy, das ist jetzt auch so wichtig. Der Fall ist gelöst. Ja, yeah. Schön wär's. Wenn wir keinen Mörder finden, ziehe ich einfach einen aus dem Höschen. Ja, nee, ist klar. Der Richter ist bestimmt von dieser Idee auch ganz hin und weg. Ja. Oh, der Richter. Ich darf wieder den Richter sprechen. Yay. Ja, stimmt ja. Ich habe vergessen, dass du den sprichst. Ich spreche irgendwie gerne den Richter. Die Verhandlung im Fall Wookie-Kitaki wird hiermit fortgesetzt. Ach ja. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist zum Auftritt bereit und wir haben ein ausverkauftes Haus. Oh Mann. Sehr gut, und dann wollen wir nun mal rekapitulieren. Nachdem der gestrige Zeuge von allen Parteien bisher am schuldigsten schien... Schuldiges Höschendiebstahls. Konnten wir immerhin eine Sache mit absoluter Sicherheit feststellen. Zur Tatzeit waren im Park 3 Personen anwesend.
der Zeuge, das Opfer und der Angeklagte. Korrekt, Euer Ehren. Und heute möchte ich etwas leicht Esoterisches versuchen. Oh Mann. Ich würde dieses schreckliche Verbrechen gerne einmal von außen betrachten. Von außen? Die Beschaffung der Mordwaffe, die Vorbereitung der Tat. Der arme Angeklagte hat bereits alles gestanden. Und zwar seiner Auserkorenen. Seiner Auserkorenen? Seiner Verlobten, Herr Richter. Seinen lebenslang Erwählte, ohne Bewährung. Also gut, rufen Sie die Glückliche in den Zeugenstand. Die Glückliche. Ihren Namen und Ihren Beruf, Fräulein. Alita Tiala, mein Beruf, zukünftige Ehefrau. Ah, traditionelle Werte, meine Hochachtung. Heutige Ehefrauen können nicht mal mehr Körbe flechten, blind unter Wasser. Was? Was erzählt er da? I don't get it. Ich hab keine Ahnung. Und trotzdem wollen Sie heute als Zeugin der Anklage aussagen? Ehrlich gesagt, wollte ich zuerst überhaupt nicht aussagen. Aber ich konnte die Wahrheit einfach nicht für mich behalten. Ehrlichkeit, noch eine bemerkenswerte Eigenschaft. Mademoiselle, stimmt es, dass Ihnen am Tag des Verbrechens der Angeklagte Woki Kitaki seine Pläne gestanden hat? Seine Mordpläne? Ja. Dann möchte ich die Zeugin um ihre Aussage bitten. Als ob wir hier den Mörden, ja, nee. Als ob! Es war an dem Tag, an dem wir die Ergebnisse von Familiengesundheitscheck erhielten. So. Langes Wort. Ja, ich hasse so lange Wörter. Als Woki herausfand, dass Dr. Meraktis gelogen hatte, drehte er durch. Dem Zeigis schrie er, er nahm eine der Pistolen aus dem Familienbesitz. Und was dann in jener Nacht passierte, wissen Sie ja bereits. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Woki es getan hat. Ja. Also gehörte die Pistole der Familie Kitaki. Ja, aus diesem Grund läuft bereits eine Durchsuchung des Kitaki-Anwesens. Es besteht Verdacht auf illegalen Waffenbesitz. Und die Kugel, die dem Opfer das Leben nahm, stammt sie? Aus der Pistole, die sich der Angeklagte beschafft hat? Ja, das ist erwiesen. Wie kann das erwiesen sein? Projektile tragen Spuren auf der Waffe, aus denen sie stammen, sogenannte Riefenspuren. Riefenspuren? Der Fingerabdruck einer Waffe, könnte man sagen, auf jeder abgefeuerten Kugel zu finden. Oh. Und wann haben Sie zum ersten Mal von Wookies Plan gehört? An dem Tag, an dem der Mord geschah. Ich hätte ihn abhalten müssen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er es wirklich tun würde. Na schön. Die Verteidigung kann mit dem Kreuzverhör beginnen. Dann wollen wir mal loslegen. Oh Mann. Das kann ja was werden. Moment mal! Das war am Tag des Mordes, richtig? Ja, an dem Tag erhielten alle Familienmitglieder die Gesundheitscheckergebnisse. Als Woki seins sah, wurde er leichenblass. Natürlich, schließlich hatte er gerade erfahren, dass er eine Kugel im Brustkorb hatte. Und Sie befanden sich zu jenem Zeitpunkt dort? Ja, armer Woki. Das muss ganz schön bedrohlich gewirkt haben. Er flippte aus, er hat den Bericht zerrissen. Weswegen ich ein weiteres Exemplar für die Akten anfordern musste. Ein mühsames Unterfangen, das ich aber ohne Klagen erledigte. Woki ist in einem Alter, in dem man ihn kaum kontrollieren kann, wenn er wütend ist. Aber diese unkontrollierten Ausbrüche machen ihn ja so attraktiv. Toll, jetzt denken alle, er wäre ein Psychopath. Sie steht auf einen Psychopathen. Ist es einfach, an diese Pistolen zu kommen? Es gibt
ein System, das den Zugang beschränken soll. Aber Woki ist ein Sonderfall. Immerhin ist er der zukünftige Erbe. Die Sonderbehandlung könnte ihm etwas zu Kopf gestiegen sein, nicht wahr? Vielleicht ist er ein wenig verzogen. Ich habe gehört, dass er zu seinen Geburtstagen immer sehr ausgefallene Geschenke bekam. Ja, unter anderem ein Messer, mit dem er dann im Bett schlief. Ja, genau. Letztes Jahr bekam er ein Klappmesser aus Kaugummi und einem Schokoladengrabstein. Was? Ein Schokoladengrabstein? Und ein Klappmesser aus Kaugummi? What? Hört sich an, als hätte er eine Vorliebe für Süßes und Gefahr. Für uns ist das einzig wichtig, dass Wokis, dass Woki Zugang zu einer Waffe hat. So. Was dann passierte? Damit meinen Sie den Mord, oder? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Das müssen Sie mir glauben. Aber Woki wollte nicht zuhören. Unser Angeklagter war anscheinend aufs Äußerste entschlossen. Sie haben sich wirklich nicht das Geringste vorzuwerfen, Fräulein Tiala. Na, ob das mal so stimmt. Wie können Sie sich da so sicher sein? Wie? Stirni, wagen Sie es ja nicht, das junge Fräulein anzugreifen. Der Angeklagte war derjenige, der die Pistole nahm. Woki, nicht wahr? Diese Tatsache können wir als erwiesen ansehen. Ich denke, das können wir. Besteht eine Möglichkeit, dass jemand anders als das... Besteht eine Möglichkeit, dass jemand anders das Opfer mit jener Pistole erschossen hat? Nein, einfache Logik, klar? So scheint es zu sein. Hat die Verteidigung zu diesem Punkt irgendetwas zu sagen? Hätte jemand anderes die Pistole benutzen können? Ha. Ich muss mal kurz die Pistole anglotzen. Anglotzen. Fingerabdrücke weggewischt. Also kann es eigentlich jeder gewesen sein. Im Prinzip. Ich meine, klar, nur Woki hatte Zugriff auf die Pistole, aber jemand anderes hätte ihm ja so gesehen die Pistole wegnehmen können. Hätte. Das sehe ich zumindest als Möglichkeit an. Möglich ist es. Da war noch jemand anderes. Wenn man von ihrer Aussage ausgeht, gab es eindeutig eine weitere. Eine weitere Person mit Zugang zu jener Pistole. Was wird das? Interessant. Fragen wir doch mal nach. Sagen Sie dem Gericht doch, wer diese andere Person war, die Zugang hatte. Oh Mann, vielleicht ist es dafür jetzt schon ein bisschen zu früh, aber... Ich gehe schon mal aufs Ganze und sage, dass sie es war. Nimm das! Nimm das! Ich meine natürlich sie, Fräulein Tiala. Mich? Aber das... Das ergibt sich eindeutig aus ihrer Aussage. Am Tag des Mordes hörten sie durch den Angeklagten von der Pistole. Mit anderen Worten, sie wussten, was er vorhatte. Nur um das nochmal klarzustellen... Sie wollen uns erzählen, dass diese Dame ihrem Verlobten die Pistole gestohlen hat? Um in seinem Namen einen kaltblütigen Mord zu begehen? Ja, das ist genau das, was ich sagen möchte. Ich habe schon viele seltsame Dinge gehört, die Menschen aus Liebe getan haben, aber das... Das scheint ein wenig sehr unwahrscheinlich. Ich bin bestimmt ein großer Romantiker und würde alles für meine Ehefrau tun. Aber beim Mord würde ich dann doch zögern. Hoffentlich bleibt es nicht nur beim Zögern. Aber was wäre, wenn man noch eine weitere Verbindung beweisen könnte? Eine Verbindung der Zeuge zum Opfer zum Beispiel. Vielleicht gab es ja ein persönliches Motiv, ihrem Verlobten zu helfen. Das würde die ganze Sache in ein anderes Licht stellen. Welche mögliche Verbindung deuten Sie hier an? Weißt du, was ich langsam zu glauben beginne? Ich beginne zu glauben, dass die Polizei nie einen Blick in den Safe geworfen hat. Ich habe Beweise, die eine Verbindung zwischen der Zeugin und dem Opfer beweisen. Das wäre dann diese Patientenakte. Das sieht aus wie eine Patientenakte. Gefunden in einem Safe der Meraktis-Klinik. Ich würde die Aufmerksamkeit des Gerichts gerne auf die Namen der Akte lenken.
Was? Freund Tiala, wie kommt Ihr Name auf diese Akte? Oh, Sie ist am Schwitzen. Nun, können Sie uns erklären, was das bedeutet, Fräulein Tiala? Ich bin nicht sicher, was Sie mir bedeuten, mein... Was mit bedeuten, mein Herr Justice? Unsere heiße kleine Verlobte ist geradezu eiserstarrt. Ich habe bis vor einem halben Jahr in der Klinik gearbeitet. Es war langweilig, also habe ich gekündigt. Das ist alles. Ist das ein Problem? Wie eingebildet sie auf einmal ist, ja? Dabei war sie vorher noch so lieb und nett. Ja, aber... Und der arme Woki, ne? Ja. Fräulein Tiala! Sie haben ausgesagt, Sie hätten keine Verbindung zum Opfer. Hab ich auch nicht. Nicht mehr. Nicht mehr? Ich habe vor einem halben Jahr gekündigt, oder? Also gibt es keine Verbindung mehr. Lassen Sie mich raten, Sie gehören zu den Typen, die keine Ruhe geben. Bevor Sie nicht restlos alles über die Vergangenheit Ihrer Freundin wissen. Hab ich recht? Das ist eine bösartige Unterstellung. Also ich akzeptiere die, die ich liebe, mit allen... Ja, gut. Keine Verbindung mehr haben, hat vor Gericht keinen Wert. Hat keinen Wert? Die Frau ist echt eine Art Nuss. Sie fühlt sich bei den Kitakis bestimmt richtig zu Hause. Sie haben ihre Stelle in der Meraktis-Klinik gekündigt, das ist wahr. Aber sie bleiben trotzdem auf gewisse Art und Weise in Verbindung. Also gut, Herr Justice. Legen Sie uns einen Beweis für die Verbindung der Zeugin zur Meraktis-Klinik vor. Auweia. Ich bin mir gerade leicht unsicher. Aber ich dachte eigentlich, dass der Untersuchungs- oder... Ha. Vielleicht die Pantoffeln? Eventuell? Ich weiß es nicht. Oder die Schuhe? Keine Ahnung. Ich bin gerade auch leicht auf dem Schlauch stehend. Ich versuch's jetzt einfach mit den Sandalen. Ah! Diese Sandalen wurden vor dem Eingang der Meraktis-Klinik gefunden. Vor dem Empfang, sorry. Sie gehören nicht zufälligerweise Ihnen. Ah! Keine Ahnung. Es gibt bestimmt jede Menge Leute, die solche Sandalen haben. Es tut mir leid, Fräulein, aber Ihre Vorstellung zieht nicht. Ihr Moment des Zögerns hat sie verraten. Was ist mit Ihnen los? Ich dachte, Sie wären auf meiner Seite. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, dass 10 Zehenabdrücke hinterlassen. Eine simple Untersuchung dieser Sandalen wird uns die Wahrheit offenbaren. Aha, jetzt enthüllen Sie Ihr wahres Gesicht. Es war von Anfang an ein Fehler, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wollte doch nur, dass Sie Wookie wieder auf den rechten Weg bringen. Das Gericht denkt, Sie sollten sich größere Sorgen um sich als um Wookie machen. Es scheint, als müssten Sie uns dieser Geschichte noch ein wenig mehr erzählen. Ihre Sandalen wurden vor dem Empfang der Meraktis-Klinik gefunden. Was bedeutet, dass Sie am Tag des Mordes dort waren? Tja, es ist wohl sinnlos, das abzustreiten. Na schön, die Zeugin soll uns von ihrem Besuch erzählen. Aber erst im nächsten Part. Oh Mann! Ja, es ist schon wieder soweit. Ah! Ganz ruhig. Ist das dein Ernst? Doch, es ist mein Ernst. Oh Mann! Bis dann. Tschüss.